Hallo, mein Name ist Emily. Ich arbeite hier an der Medizinischen Hochschule Hannover als Tierpflegerin in Fachrichtung Forschung und Klinik. Ich bin jetzt im dritten Ausbildungsjahr. Bei uns steht das Tierschutzgesetz an allererster Stelle, dass es den Tieren gut geht und gesundheitlich auch gut geht und sie sich wohlfühlen. Es ist für uns sehr wichtig, dass wir für das Wohlbefinden und die Gesunderhaltung der Tiere da sind, denn dies ist die Voraussetzung für eine gute Forschung. Wir verpflegen die Tiere, wir kümmern uns um sie. Wir sind halt einfach dafür da, dass sie bei uns ein sehr schönes Leben haben. Also es kommt halt immer bei uns auf die Tierart drauf an, was wir da genau machen. Es ist ein sehr, sehr vielseitiger Beruf. Die werden schon sauber vorbereitet, oben bei uns auf der Waschstraße. Also die werden draußen auf der Kratzanlage, werden die gekratzt. Dann kommen die ohne Einstreuung auf die Waschstraße, damit werden die dann einmal durchgefahren. Das passiert so ungefähr bei 80 Grad, dass man eine einigermaßen Sterilisation hat. Dann nehme ich mir den hier an. Prima. Gucken wir die erstmal so an, vom Ablauf her, ob alles okay ist, ob sie humpeln, ob sie schon irgendwelche Beeinträchtigungen haben, ob die Flanken eingefallen sind. Unsere Tiere hier an der MAH werden gehalten für zum Beispiel Krebsforschung, für die Orthopädie oder auch die Transplantationschirurgie. Genau, deswegen, wir haben viele verschiedene Tierarten und das ist halt sehr gut, gerade für die Experimentatoren, die hier an der MAH arbeiten, dass sie sehr, also beziehungsweise keinen großen Weg haben für irgendwelche Forschung, sondern direkt hier zu uns kommen können und das hier ausüben können. Wir haben sehr viele Tiere hier bei uns im zentralen Tierlabor, auch einfach gerade für die Ausbildung, damit wir den fachgerechten Umgang mit den Tieren lernen. Wir haben tatsächlich auf uns Auszubildende, zwei Ziegen, die wir bespaßen können, gerade auch an denen lernen können, weil sie auch sehr lieb und zahm sind. Ja, wir haben rund 40.000 Tiere hier. Wir haben einen Ausbildungsplan, demnach wechseln wir alle 3 Monate die Ebene, damit wir wirklich jede Spezies hier kennenlernen, sowie auch jede Haltungsform, die wir hier haben. Demnach lernen wir dazu, wie man eine Desinfektionsmittellösung richtig ansetzt, wie ich die Futterart richtig auswähle für das Tier, wie ich einen kontaminierten Raum richtig reinige und desinfiziere. Die Ausbildung ist ein sehr weites Spektrum. Man lernt nicht nur was über die Tierpflege, sondern auch sehr viel über die Medizin, gerade auch in der Berufsschule. Da kommt dann halt sowas dran wie Zellteilung, wie halte ich Tiere, wie fütter ich sie artgerecht, Anatomie, Physiologie, Applikationen, Injektionsmethoden, Blutabnahme, wie unterstütze ich den Tierarzt am besten oder beziehungsweise den Experimentator. Es sind alle total freundlich, man wird überall sofort aufgenommen, man kann alles fragen, was man möchte, man bekommt immer eine Antwort und ich finde es hier echt super. Was ich total toll finde hier, dieses Glücksgefühl, dieses einfach den Tieren es so schön wie möglich zu machen. Ich liebe das, wenn ich die Tiere umsetze und sie sich danach im Einstreu einbuddeln und ich sehe, sie haben Spaß und sie fühlen sich wohl. Und das bereitet mir dann total Freude, dass ich sehe, meine Arbeit, die ich tue, setzt sich halt auf die Tiere positiv um.